Die Maxhütte. Der Rauch ihrer Schornsteine, das Zischen der Hochöfen und das Brüllen der Thomasbirnen künden von einem großen Sieg. Die Maxhütte war uns von daheim. Das hat uns geprägt, so wie wir heute noch sind. Tja, die Maxhütte war mein einziger Arbeitsplatz. Mehr brauche ich nicht sagen. In der Maxhütte wurde die Produktion von Eisenbahnschienen wieder aufgenommen. 4500 Meter Schienen können jetzt in einer 8-stündigen Schicht hergestellt werden. Es war halt Freude an der Arbeit, Stahlwerk. Das war ein und alles. Eine Schinderei war das. 8 Stunden schweres Hängebahnwagenschieben. Unter uns Häftlingen ging immer der Spruch, Max braucht Wasser, Max braucht Schrott und Max braucht Knochen. Unser Kumpel, Max der Riese, nimmt bei uns sein Lärm im Tal. Unser Kumpel, Max der Riese, gab der Jugend das Signal. Eine neue 4-spurige Straße von Saalfeld nach Pößneck durchschneidet heute das ehemalige Werksgelände der Maxhütte Unterwellenborn. Nur wenig erinnert an die große Zeit der Thüringer Stahlkocher. 2 Erzöfen, ein verrosteter Rohstahlbehälter und die gigantische Gasmaschinenzentrale. Reste des riesigen Stahlwerks mit seinen Hochöfen, Sozialeinrichtungen, Werkhallen und 45 Kilometern Eisenbahngleisen. In 120 Jahren seit Gründung der Hütte 1872 wuchs das Stahl- und Eisenwerk zu einer Heimat für über 7000 Menschen. Ein eigener Organismus in der Ostthüringer Landschaft. Geprägt von den Menschen, die Menschen geprägt von ihm. Menschen wie Hubert Keilwert, Flüchtlingskind. In der Maxhütte steigt er zum ökonomischen Direktor auf. Kurt Scheuermann, dessen Familie seit Generationen in der Hütte arbeitete. 1947 begann auch er dort. Die Maxhütte war ja der einzige Betrieb in der sowjetischen Besatzungszone, der Roheisen produziert hat. Und das war der wichtigste Betrieb damals. Weil sie Roheisen gebraucht haben und auch Stahl dann, damit sie wieder in den Städten und Gemeinden alles aufbauen können. Es war ja überall, war ja viel kaputt gegangen im Krieg. In der Maxhütte wurden auch viel Eisenbahnschienen hergestellt. Schienen S49, die auf den Gleisen dringend benötigt wurden, auf den Gleisen der Deutschen Reichsbahn. Denn viele kennen sicher noch, dass eine ganze Menge von Gleisen, von Nebenstrecken demontiert waren, die als Reparationsleistung in die Sowjetunion gegangen waren. Das Stahlwerk Maxhütte ist der wichtigste Betrieb der Ostzone. Für die Schwerindustrie lebensnotwendig. Der spätere DDR-Industrieminister Fritz Selbmann will, dass die durch den Krieg geschädigten Hochöfen wieder auf vollen Touren laufen. Eisen und Stahl, das heißt Rohmaterial für unsere Maschinenindustrie. Doch dafür fehlt Kühlwasser. 1948 startet die SED in der Ostzone eine große Propagandaaktion. Max braucht Wasser. Ein Fanal für den Aufbau der Ostwirtschaft. Innerhalb von 3 Monaten sollen Freiwillige eine 5 Kilometer lange Wasserleitung über den Berg ins Werk bauen. Experten sagen eine Bauzeit von 9 Monaten voraus. Doch sie unterschätzen die Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit. Man sah nur Gewusel von Menschen und wie sie sich quälen, wie sie die Rohre mit einem minimalen Mittel bewegt haben. Es hat niemand geglaubt, selbst die Arbeiter hier haben nicht erwartet, dass in der Zeit die Leitung liegt. Unser Max braucht Wasser, darum bauen wir eine Wasserleitung. Lieder wie Max braucht Wasser fachen den Willen zum Aufbau noch an. 2700 Jugendliche, meist Studenten aus Leipzig und Jena, kommen freiwillig nach Unterwellenborn. Doch das reicht nicht. Um die Arbeit zu schaffen, werden hunderte Schüler aus den umliegenden Orten verpflichtet. Im Januar 1949 geht es los. Das größte Ereignis des ersten Tages war eine große, volle Schüssel Graupensuppe.
Und das noch größere war, dass man sich eine zweite holen konnte. Am nächsten Tag sind wir dann allerdings verlegt worden, hinunter, vom Rotenberg hinunter an die Pumpstation nach Karlsdorf. Ja, und da war eigentlich auch noch alles wunderschön, bis die Essensportionen kamen. Und die sahen anders aus als oben auf der Höhe. Das war etwas Suppe, das waren 3 oder 4 Stück Brot, das war ein kleiner Kegel Zucker. Und davon sollten wir nicht nur leben, sondern eben auch hart arbeiten. Und hier gab es einen echten Konflikt. Wir haben nämlich gestreikt. Das dauerte gar nicht lange. Da fuhren Lastwagen vor mit Soldaten der Roten Armee, mit dem Kommandanten. Und wir gingen also mit unserer vom Vortage aufgehobenen Portion dahin und haben ihm das gezeigt. Und der Herr Kommandant sagte kein Wort und fuhr schweigend davon. Die Soldaten blieben. Und wir sahen schon die Prophezeiungen der lieben Vorarbeiter eintreffen. Jetzt seid ihr dran. Es passierte nichts. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Eine ziemliche Weile. 1 Stunde, 2 Stunden. Und dann kam wieder Lastwagen. Und die fuhren direkt auf uns zu. Die Soldaten um uns her machten Platz. Und wir wurden nicht eingeladen, sondern es gab Bettstellen, die wir bis dahin nicht kannten. Es gab für 2 Mann je eine Waschschüssel und eine Waschkanne. Und es gab auf dem 2. Lastwagen Kübel mit Erbsensuppe, Brote und sogar Wurst, so Dauerwurst. Ja. Wir trauten unseren Augen nicht. Unsere Vorarbeiter wollten es nicht glauben. Ja, und von da an haben wir eigentlich diese Zeit als eine gar nicht so schlechte empfunden. Nach nur 3 Monaten wird tatsächlich das erste Wasser von der Saale ins Werk gepumpt. Für die SED ein strategisch wichtiger Beweis für die Überlebensfähigkeit der Ostzone. So ist der Bau dieser Wasserleitung. Der Beweis für die Richtigkeit unserer Politik, die gerichtet ist auf die Entwicklung einer Friedenswirtschaft in unserer Zone, die gerichtet ist auf die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei uns. Nur die Max-Hütte kann Roheisen für die am Boden liegende Wirtschaft liefern. Die Ostzone ist von Stahllieferungen abgeschnitten. Andere Stahlwerke der Zone sind von den Russen demontiert worden. In der Max-Hütte wird jede Hand gebraucht, von Männern und Frauen. Hella Lohse beginnt 1947 als eine der ersten Frauen in der Max-Hütte. Elfriede Grehl fängt 1950 mit 14 eine Lehre als Dreherin an. Und die Frauen damals, das waren, wie man heute sagt, die Aktivisten der ersten Stunde. Das war körperlich sehr schwer, muss ich sagen. Denn du hast ja nicht so eine kleine Schaufel gehabt. Das waren schon richtige Aktivistenschaufeln. In dem einen strengen Winter, da kam von Salzgitter unten der Koks total eingefroren. Da haben die Frauen gehackt mit Spitzhacken und haben den ausgebrochen und dann ausgeladen. Und das sind dann, wenn die Waggons so waren, also in der Höhe, da musstest du dann über die Bordwand alles schmeißen. Gell? Aufschaufeln, rapp. Und da hatte jede Person einen Waggon, den musstest du in der Schicht leer haben. Die Belegschaft wächst in 3 Jahren um 4000 Arbeiter. Viele Ungelernte, viele Hilfsarbeiter sind darunter. Der schnelle Aufbau hat seinen Preis. Die Unfallzahlen sind hoch. Und die Max-Hütte hatte ja auch leider den Ruf gehabt, als Knochenmühle dazustehen und als Unfallschwerpunkt und so weiter und so weiter. Das war es gewiss auch. In der Dolomitanlage, die ist im Mai 1948 ist die Halle zusammengebrochen. Da war auf dem Dach zu viel Dachstaub vom Stahlwerk ausgestoßen. Da ist der Kran runtergekommen, direkt mit der Kabine unten auf die Gasleitung drauf. Meine Kollegin, die ist tödlich verunglückt dabei. Wir waren froh, wenn ein Jahr ohne tödlichen Arbeitsunfall abgegangen ist.
In den 50er Jahren heizt die Partei den Wettbewerb in der Stahlindustrie an. Das Ziel? Mehr Stahl für die Wirtschaft. Von diesem Betrieb, von der Maxhütte Unterwellenborn, ging der Ruf aus, bis zum 7. Oktober 80% des Jahresbetriebsplanes der Stahl- und Walzwerke zu erfüllen. Brandenburg, Hettstedt, Gröditz und viele andere stimmten begeistert zu. So entbrannte die Stahlschlacht unserer Republik. Die DEFA-Augenzeugen berichten von den Helden der Arbeit. Propaganda für den Aufbau. Aus der großen Stahlschlacht im letzten Monat des alten Jahres ist der Max als Sieger hervorgegangen. Die Max-Hüttenkumpel profitieren. Das Leben wird besser. Es gab beispielsweise zusätzlich Briketts, also Braunkohlenbriketts. Heute lächelt man darüber, aber das waren eben solche Situationen. Es gab in der Max-Hütte von Anfang an ein warmes Mittagessen. Ja, was in anderen Betrieben nicht der Fall war. Ja, in der Maxhütte wurde auch konzentriert der Wohnungsbau betrieben. Wurden nur die Betriebsangehörigen versorgt mit den Wohnungen. Da gab es noch zur damaligen Zeit, wurden noch Kleintierhaltung durchgeführt. Da gab es noch Stallungen in den Wohnungen. Ja, und jeder hat dann noch ein Stück Land dazu gekriegt. Die können sich dann Kleintiere halten. Hasen, Gänse, Hühner. Die Maxhütte, ein Vorzeigebetrieb. Hier soll die Idee vom neuen sozialistischen Menschen Wirklichkeit werden. 1955 wird der große Kulturpalast im 2700 Einwohnerdorf Unterwellenborn fertiggestellt. Ein Kulturtempel nach sowjetischem Vorbild für 2500 Menschen. Mit Bibliothek, Musiksalon, Tanzsälen, Restaurants, Kneipen. Der Arbeiter soll ins Theater gehen. Der große Saal fasst 800 Plätze. 8 Millionen DDR-Mark bezahlt der Staat. So, und da kamen von den Theatern von Rudelstadt, von Zeitz und von Weimar hier die Künstler hierher und machten Aufführungen. Die Maxhütte hat da wieder Tausende von Mark zugeschustert für ihre Hüttenkumpel, dass sie sich leisten konnten, diese Theaterkarten zu kaufen. Meine, die teuerste Karte war 4,50 Mark. Ja, ich meine, heute lächeln wir. Aber, und es war immer voll. Also es waren sehr, sehr gute Aufführungen. Die haben die Räuber hier gespielt. Ja, bis nachts 23:30, um 7:30 angefangen. Da hatte keiner dran gedacht, dass die Räuber so lange gehen. Aber es ist keiner aufgestanden. Ja. Warum hat man das alles finanziert? Man wollte im Grunde genommen einen allseitig entwickelten sozialistischen Menschen haben, der mit großem, bestem Bewusstsein nicht am Ziel vorbei, sondern gerade auf das Ziel losmarschiert. Ich sage es mal so heute, die entwickelte sozialistische Gesellschaft mitzugestalten. Fotozirkel, Mal- und Tanzkurse, Literaturzirkel, Theaterspiel. Viele Arbeiter nutzen die Kurse im Kulturpalast tatsächlich. Sie sind eine willkommene Abwechslung im tristen Alltag. Im eigenen Filmstudio der Maxhütte, ausgestattet mit der damals modernsten DEFA-Technik, drehen die Kumpel Filme über die tägliche Arbeit im Stahlwerk und über die neue sozialistische Arbeitsmoral. Mensch, bleib vor Objektiv! Du hast nur deine Augen gehabt! Unser Angriff, Mensch, der Sturm, einfach klasse! Der Rechtsaußen! Grüne Leute, unterhalt euch vom Fußball. Ihr verpasst noch die Arbeit.
Sei ruhig, wir kommen schon noch zurecht. Noch immer sind Kleidung und Wäsche Mangelware. Die Näh- und Hauswirtschaftskurse im Kulturpalast sind überfüllt. Als Walter Ulbricht hier war und hat den Kulturpalast besucht, konnten wir ewig nicht anprobieren. Und ich nähte gerade einen Schlafanzug. Und dann hat es uns gepackt, wie wir so waren, die Frauen. Ach, jetzt kommt er nicht mehr. Angezogen und stand dort mit dem gehefteten Arm. Dann macht er die Tür auf und sagt in seinem eigenartigen Dialekt: Ach, hier lernen die Arbeiterinnen das Nähen. Also was hinterher los war, brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir wurden ermahnt, dann wir sollten doch bitte artig sein. In den Brigadetagebüchern halten die Arbeiter ihre künstlerischen Erlebnisse fest. Im Betriebsfilmstudio entstehen 1951 bis 1982 hunderte Filme. Nur ein kleiner Teil kann nach der Wende aus dem Keller des Kulturhauses gerettet werden. Die Maxhütte schafft Instrumente an, kauft Gesangslehrer ein. Die 400 Mitglieder im Chor, im Orchester und in der Tanz- und Musikgruppe sind das größte Volkskunstensemble der DDR. Manfred Koch war viele Jahre sein Leiter. Die gemeinsamen Erlebnisse. Ob das von Fahrten quer durch die DDR war oder ins Ausland oder Veranstaltungen hier, Veranstaltungen dort. Wir waren in der Tschechoslowakei im Jahre 1952 eine 19-tägige Tournee mit 22 Auftritten. Es war die Bombe, ein Sonderzug, die besten Hotels und Publikum über Publikum. Naja, schwierig waren Auftritte in Westdeutschland. Wir waren mal eingeladen nach Passau. Da mussten wir ausreisen, weil die Leute gesagt haben, gegen euch ist Stimmung gemacht worden. Und wir wurden schon an der Grenze bei der Kontrolle mit Kommunistenpack begrüßt. In den 1960er Jahren entsteht rund um die Maxhütte eine sozialistische Modellregion. Das Werk baut alles, was der Staat für die Arbeiterklasse schaffen will. Wohnsiedlungen, Kinderkrippen und Kindergärten für die Werksangehörigen, Werksläden, neue Schulen. Die betriebseigene Poliklinik verfügt über 7 Spezialabteilungen inklusive Sauna. Nicht nur die Maxhüttenkumpel profitieren vom Stahlwerk. Beispielsweise der Wohnungsbau in Saalfeld-Gorndorf, der Wohnungsneubau, wäre ohne die Wärmeversorgung aus der Maxhütte nicht möglich gewesen. Es hätte dort ein zusätzliches Heizwerk gebaut werden müssen, was zusätzliche Millionen gefordert hätte. Oder ein anderes Beispiel, ja, die Schwimmhalle in Saalfeld, die entstanden ist auch als ein sogenannter Initiativbau. Zusätzliche Kapazitäten gab es nicht. Und da hat man dann auch mal davon weggesehen, wenn im zweiten Programm, wie damals so ein Begriff lautete, im zweiten Arbeitsverhältnis dann Maxhüttenangehörige dort mitgeholfen haben. Seit Kriegsende hat der Staat das Werk subventioniert, um jeden Preis. 1964 fährt die Maxhütte erstmals wieder Gewinne ein. Menschen aus ganz Ostthüringen arbeiten in der Knochenmühle. Die Löhne sind überdurchschnittlich. Ein Stahlwerker verdient über 1000 Ostmark netto im Monat. Was hier noch flüssiges Roheisen ist, wird morgen zu Stahl, zu Trägern, Schienen und weiterverarbeitet zu Maschinen, Geräten und vielen Gegenständen, die wir für unsere Wirtschaft und für uns brauchen. Reinhard Kessler arbeitet unter härtesten Bedingungen bis zum letzten Abstich als Stahlwerker. Ich hatte eine Betriebsführung gemacht durch die ganze Maxhütte. Und dadurch sind wir
Stahlwerk vorbei, über das Walzwerk, über den Walzwerksteg. Und da habe ich gesehen, wie das schön gespreitet hat, gefunkt hat. Und das war meine Welt. Und da, von dem Tag an wollte ich unbedingt auf die Maxhütte. Bloß die hohen Temperaturen, das hat ihn wirklich fertig gemacht. Also es war schon extrem. Wenn wir im Sommer in der Halle an die 70 Grad hatten, musste ich ja nebenbei noch arbeiten. Also es war schon nicht einfach. Wenn mal so Funke da rangekommen ist und so, das ist halt, die Sachen waren schnell mal in Flammen. Also eine ganze Hose hatte wohl im Stahlwerk keiner angehabt. Lothar Krauses Arbeitsplatz ist die Gasmaschinenzentrale, das energetische Herzstück der Maxhütte. Die riesigen Maschinen erzeugen Strom und Luft für die Stahl- und Eisenproduktion. Und rund um die Uhr einen Lärmpegel von 110 Dezibel. Ein lebensgefährlicher Arbeitsplatz. Die Unfallzahlen sind immer noch hoch. Kohlt man natürlich sehr heimtückisch, weil es geruch- und geschmacklos ist. Man riecht es nicht, man merkt es nicht. Und es ist sehr schnell passiert es, dass man dann weg ist vom Fenster. Man erstickt innerlich. Und das ist nach zwei vollen Atemzügen bei einer richtigen Konzentration ist das dann der Fall. Verbrennungen waren also sehr häufig, das ist klar bei so einem Hüttenbetrieb mit Brandwunden, aber auch viele Hüttenflöhe, sagt man, flogen dann nun diese glühenden Funken rum und waren eigentlich täglich immer was aus den Augen zu entfernen, die dann wirklich die Hornhaut durchbohrt hatten. Das war schon schlimm. Gudrun Steinke ist Ärztin und eine von über 100 Angestellten der Betriebspoliklinik. Trotz guter medizinischer Versorgung, die Arbeit in der Maxhütte hat oft schwere Folgen für die körperliche Gesundheit. Das waren dann schon Lärmschwerhörigkeit und viele Bronchitis-Erkrankungen. Das kam schon gehäuft vor. Auch Wirbelsäulenverschleißerkrankungen durch die schwere Arbeit. Auch die Umwelt leidet. Schwefeldioxide und Ruß aus den Schornsteinen der Hütte und des Zementwerkes verpesten die Luft. Unterwellenborn versinkt im Dreck. Der Ort Unterwellenborn hat sich damals für die Einreisenden als graues oder braunes etwas gezeigt. Nach Feierabend haben die Schwestern Schreibtische und Arbeitstische alle mit weißen Laken abdecken müssen. Und die haben so früh abgeschüttelt. So staubig war das. Und wenn man da während dem Blasvorgang mal den Sauerstoffhebel richtig aufgemacht hat, kam so eine richtige rote, dunkelrote Qualmwolke raus. Wenn die geblasen haben im Stahlwerk, also das war schon ein Feuerwerk gewesen. Wenn der Wind günstig ging, war der Sportplatz war alles zu. Mussten so ein Fußballspiel abblasen, weil sie nicht mal gesehen haben. Wenn wir Wäsche hatten, na ja, da haben wir sie ausgeschüttelt und haben eben gesagt, die Hüttenflöhe müssen raus, weil das dann Schlacketeilchen waren. Die Leitung war sich freilich der Tatsache bewusst, aber das hat natürlich immer in Größenordnung Geld, zusätzlich Geld gekostet. Tatsache ist, dass zuerst dort der Rotstift angesetzt wurde, wo keine Produktivität und keine Leistung rausgekommen ist. Ja. Es war zum Teil, die Umwelt, die Belastung war schon schlimm durch die Luft hier. Die Menschen ignorieren die Umweltbelastung so gut es geht. Die Arbeiter spülen Staub und Hitze mit einem Bier weg. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Die zwei Kneipen am Bahnhof sind immer voll. Dann wird alles gut. Der Max und der Bahnhof, die haben ja Umsätze gemacht nur durch der Maxhütte. Da ist ja der Bierhahn nicht zugemacht worden. Zum Schichtwechsel ist er eine Stunde lang aufgeblieben. Weil die Kumpels hatten ja Durst nach der Schicht. In manchen Abteilungen ist dann einer ein bisschen eher in die Spur gegangen zum Schichtwechsel und hat Weile unten geordert. Zwei, drei Tabletts voll Biers. Und dann, wenn die Schicht
Auswechslung erfolgt war. Die Neuen waren da, da kamen die anderen runtergesprintet. Und die hatten da bloß 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit. Dann ist der Bus oder der Zug gefahren und den mussten sie erwischen. Denn der nächste ist noch anderthalb Stunden später gefahren und da gab es ja dann Mecker zu Hause. Das Leben in den Kneipen und das Bier gehören zum Alltag der Kumpel und werden besungen. Das Bierlied, ein Hit im DDR-Rundfunk. Die Hütte, das ist ein Betrieb, der läuft bei Tag und Nacht. In drei ganz großen Öfen wird dort Eisen weich gemacht. Und wenn das Eisen flüssig ist, dann ist es auch sehr heiß. Von sehr viel Hitze kriegt man sehr viel Durst, wie jeder weiß. Komm auf ein Bier herein. Die Leute hören es gern, weil es gerade kein Arbeiter- und Kampflied ist. Geschrieben hat es Michael Goschütz. 1971 fing er als Schlosser in der Hütte an. Später ging er ins Kulturhaus und machte den Singeklub der Max-Hütte republikweit bekannt. Aber Goschütz schreibt keine Jubelgesänge, wie sie noch in den Anfangsjahren auf die Hütte gedichtet wurden. Man muss zunächst mal vorausschicken, dass wir in dem Singeklub nicht primär im Widerstand waren. Im Gegenteil, wir waren Mittäter. Wir waren teilweise auch als Überzeugung. Wir wollen den Sozialismus, in dem wir leben, wollen wir mitbauen. Natürlich auch für uns bauen. Das geht natürlich nicht nur, indem man immer ihn lobt. Weil was nur gelobt wird, das wächst ja nicht. Also haben wir erstmal, das haben wahrscheinlich alle irgendwo gemacht, diese kleinen Missstände aufgegriffen, wie man so schön gesagt hat. Und haben dort ein bisschen Kritik geübt. Zum Beispiel die Saubermänner, die immer versuchen, mit den Hintern an die Wand zu kommen. Und eine Hand wäscht die andere. Eine Krähe hackt der anderen keine Augen aus. Das gab es überall. Schiebereien und was weiß ich noch alles. Und darüber haben wir auch ein Lied gemacht und das ist auch nicht gut angekommen. In den 70er Jahren werden die Voraussetzungen für die Stahlproduktion schwieriger. Die Erzvorkommen der DDR sind erschöpft. Das Eisenerz kommt nun aus Indien und muss vom Rostocker Hafen mit der Reichsbahn nach Unterwellenborn gebracht werden. Es war dann so, dass wir faktisch von der Hand in den Mund gelebt haben. Und man hat sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Züge wieder rollen. Und wenn das Material dann nicht eingefroren war in den Waggons und über den Waggonkipper gut entleert werden konnte, dann waren wir alle sehr froh. Ansonsten musste sogenannte sozialistische Hilfe geleistet werden, aus der Verwaltung, aus überall, im Betrieb, die irgendwie abkömmlich waren, um Erz auszuhacken. Und in einer Phase, kann ich mich entsinnen, da standen die gefrorenen Erzzüge bis nach Triptis rüber und bis nach Bad Blankenburg. Also wo 3, 4, 5 Züge standen, wo das Material so gefroren war, das konnte nicht mehr entladen werden. Und da stand dann tagelang und wochenlang, bis der Witterungsumschlag wieder positiv wurde, so, und das Erz wieder aufgetaut war. Auch die Versorgungslage im Land wird immer komplizierter. Vieles gibt es einfach nicht zu kaufen. Der Schwarzhandel blüht. In der Max-Hütte wird einiges hergestellt, was sich tauschen lässt. Zum Beispiel Hohlblocksteine. Und die waren ja heiß begehrt und Hohlblocksteine waren begehrtes Tauschobjekt für andere Sachen, zum Beispiel Autoteile. Zementwerk war ja genau dasselbe. Konnte man ja auch sich Zement besorgen und auch noch andere Sachen, die jetzt hergestellt worden sind hier im Betrieb. Welche? Zum Beispiel Reisigenberg, die Gießerei, Bankfüße. Hat man sich Bankfüße dort geholt, hat dann was in die Kaffeekasse getan, hat die Bankfüße nach Hause genommen, ist zwischendrin in der Max-Hütte-Tischlerei gegangen. Ich brauche 7 Bankplatten. Die hatten das alles schon eingestellt, das war ja. Dann hat man halt sich bei alten Bullen gesucht oder bei alten Bretter hingeschafft und hat man dann eine Bank gehabt. Denn die gab es auch nicht gerade gut zu kaufen draußen. Das Gros der Technik ist überaltert. Viele Maschinen liefen schon vor dem Krieg. Sie müssten dringend ersetzt werden. Die DDR-Industrie schafft das nicht mehr. Die Wirtschaftsführung ringt sich zu einer Beschaffung im Westen durch. Ein belgisches Unternehmen erhält für 2 Milliarden Mark den Auftrag für den Bau eines komplett neuen Walzwerks. Die Arbeiter aus Belgien landen in Unterwellenborn wie Wesen von einem anderen Stern. Die haben komplett ihre ganze Mannschaft mitgebracht. Alles, was gebraucht worden ist, auch materialmäßig.
Und das war ja dann auch so eine Art Sperrgebiet dann da vorne, wo sie das gebaut haben. Da durfte keiner hin, weil da wirklich Sachen ankamen. Davon haben wir geträumt. Das waren ja Welten, die da dazwischen lagen. Also vom Standard her gesehen. Wir mit einer alten Bohrmaschine, die mit einem Bearbeitungszentrum so ungefähr. Auch das Westgeld der 200 Belgier sorgt für Unruhe in Unterwellenborn. Und die haben dann halt auch viel auf Molly gehauen, indem sie halt mit dem Geld rumgeschmissen haben in der Kneipe wie sich. Und da gab es dann auch ab und zu mal ganz böses Blut. Die normalen DDR-Bürger saßen dann halt eine Stunde lang da und haben auf ein Bier gewartet. In der Zwischenzeit war der Belgier am Tisch daneben schon besoffen. Die hatten ja Knete ohne Ende. Vor allem das Richtige, dann Valuta und alles. Und zwangsläufig hat sich dann alles so ergeben mit den Frauen und Mädchen und so weiter und so fort. Ein paar Mal wurden so eine Art Razzien gemacht, weil die auch zum Teil im Jugenddorf umgewohnt haben, die Belgier, am Anfang, beziehungsweise im Lehrlingswohnheim. Und wenn die Polizei dann kam, hat man so eine Art Razzia gemacht. Da wussten dann die Frauen nicht, was sie zuerst zuhalten sollen, wo sie im Schrank drin standen. 1984, nach 5 Jahren Bauzeit, steht die modernste Anlage Europas. Sie macht das Arbeiten leichter. Es sind begehrte Arbeitsplätze in der neuen Form Stahlstraße. Die Drecksarbeit machen zunehmend andere, Strafgefangene. Die Max-Hütte verfügt über ein eigenes Lager mit 7 Baracken, Wachtürmen, Stacheldraht, Hunden. 400 Häftlinge fahren von hier aus täglich zur Arbeit in die Max-Hütte. 10% von ihnen sind politische Häftlinge. Zu DDR-Zeiten wird das verschwiegen. Stefan Dumke ist einer von ihnen. Schichtbeginn war um 6, um 5:30 war man bereits in der Max-Hütte. Und auf dem Weg dorthin hat man diese dunklen Hallen, diese schäbigen, schwarzen, rostbraunen Wände gesehen. Es war dunkel, ohrenbetäubender Lärm, Funkenregen von großen Sägen, die das glühende Eisen, was aus der Walzstraße kam, in bestimmte Längenschnitt. Ja, das war der Eindruck. Lärm, Dunkelheit, Funkenregen. Und je näher man kam, umso lauter wurde das. Und der große Höhepunkt für den ersten Eindruck war, dann in die Halle zu kommen und dort Häftlinge im November mit freiem Oberkörper, schweißglänzend, Ruß und Rost verschmiert, schwere Stahlträger durch die Richtmaschinen schieben zu sehen. Das war der Eindruck, die Angst auch, dort in diesem Loch zu enden und Stahlträger ja, so bearbeiten zu müssen. Das waren natürlich Arbeitsplätze, ich will es mal so sagen, wo nicht die leichteste Arbeit war. Und wo man kaum einen bekommen hat von normal Beschäftigten, die dort liebend gerne hingegangen sind. Wie für die meisten Strafgefangenen ist für den gelernten Elektromechaniker Dumke die harte Arbeit kaum zu schaffen. Die Max-Hütten-Kumpel, die für höhere Leistung Geldprämien erhalten, üben Druck auf die Strafgefangenen aus. Also dieser Kranfahrer hat mich gejagt, weil ich ihm mal ein falsches Material an den Kran gehängt habe. Ich aber nicht wissen konnte, was er wollte. Er hat es nicht deutlich gemacht. Ich habe ihm nur irgendwas angehängt. Lange Doppel-T-Träger, mit denen er im Moment nichts anfangen konnte. Er ist also mit dieser Last am Kran einfach ans Hallenende gefahren, hat dort eine Weile einfach gestanden. Und als sich bei mir dann das weitere Material staute und ich auf den Rollgang gelaufen bin, um ihm Zeichen zu geben, dass ich hier nicht weiter kann und dass alles hier liegt. Und dann hat er die Last auf halbe Höhe abgesenkt. Das ist etwa die Höhe, auf meine Brusthöhe abgesenkt und ist mit voller Geschwindigkeit auf mich zugefahren. Es gab keine Möglichkeit zu fliehen und ich konnte nur im letzten Moment mich längelang hinwerfen und er hat mir nur den Helm vom Kopf geschlagen. Stefan Dumke verdient zwischen 10 und 30 Mark pro Monat. Für Normübererfüllung gibt es ein zusätzliches Brötchen, 20 Gramm Butter, ein Ei, einen Apfel und 5 Karo. Also ich war jung und hatte immer Hunger.
war auch immer hingerissen und habe darauf geachtet, auch viel zu arbeiten, um die Aussicht auf dieses zusätzliche Brötchen zu haben. Mit den alten Maschinen ist das nicht einfach, aber die Sträflinge versuchen es mit allen Mitteln. Dumke muss glühend heiße Stahlträger, sogenannte Knüppel, in Bündeln zusammenfassen. Diese Vorrichtung zum Transport und Bündeln der Knüppel, die war verschlissen. Das war eine sehr alte pneumatische Anlage. Und mir fliegen 5 Knüppel entgegen. Diese Knüppel waren im metallurgischen Sinne kalt, haben aber etwa eine Temperatur von 400 Grad gehabt. Die Knüppel waren 6 Meter lang, jeder etwa 500 Kilogramm schwer. 5 dieser Knüppel sind mir entgegengekommen und haben mir ein Bein zerschlagen und mich drittgradig verbrannt. Stefan Dumke verbringt mehrere Monate im Krankenhaus. In der DDR ist die Zwangsarbeit der Strafgefangenen volkswirtschaftlich fest eingeplant. Amnestien der Partei und Staatsführung haben deshalb entsprechende Folgen. Wir hatten den Zweigbetrieb in Ohrdruf bei Goda, Stahlverformungswerk Ohrdruf. Dort wurde bis Mitte der 70er Jahre ein kleines Walzwerk betrieben, nicht vergleichbar mit der Maxhütte, ausschließlich mit Strafgefangenen. Und aufgrund einer entscheidenden Amnestie, die dort zum Tragen gekommen ist, musste das Walzwerk stillgelegt werden. Singeklubleiter Michael Goschütz bekommt die Widrigkeiten des Systems zu spüren. Kritik wird von der Partei nicht mehr geduldet. Seine Funktionärsschelte kommt nicht gut an. Da habe ich einen Text geschrieben über die Abrufung eines Funktionärs. Aus dem Himmel steig hernieder, hast dort lang genug geschwebt. Es wird Zeit, dass du mal wieder spürst, wie es sich bei uns lebt. Solche Verse beenden seine Tätigkeit als Chef des Kulturpalastes. Ich habe dann erfahren, dass der eine Kreissekretär gesagt hat, so, der Goschütz, der muss mal wieder in der Produktion, damit er aufhört, dummes Zeug zu schreiben. Ja, und da bin ich dann 84 rüber im Dezember. Und es hat dann aber auch keinen Weg zurückgeführt ins Kulturhaus. Die Maxhütte fördert weiter Kunst. Die betriebseigene Galerie, von Edwin Kratschmer geführt, will mit einer Kunstaktion an den Mythos der Anfangsjahre anknüpfen und initiiert die Aktion Max braucht Kunst. Als wir den Wettbewerb dann organisierten, erfreuten wir uns auch über einige Künstler, die also jetzt schon ganz neue Wege gingen. Denn es war ja ein freier Wettbewerb. Jeder konnte sich mit den Themen beteiligen, die er für wesentlich hielt. Es gab Kunstwerke, die also abseits von den großen Parteinormen ihre Bilder eingebracht haben. Das Ergebnis war, dass wir 270 Kunstwerke in die Kunstsammlung aufnehmen konnten. Die Maxhütten-Sammlung wächst in den 80er Jahren zu einer der größten Betriebseigenen in der DDR. Heroisieren die Bilder der Anfangsjahre das Leben der Arbeiter, thematisieren die Künstler jetzt Familienprobleme, Umweltverschmutzung, Depression. Max braucht Kunst kann an den Mythos der Aufbaujahre nicht anschließen. Von Elena Olsen stammen einige Bilder, die die Maxhütte als richtiges Dreckloch zeigten. Aber auch den Ort Unterwellenborn, der ja damals mit einer Staubschicht zugedeckt war. Und das hat viel Gegenreaktionen ausgelöst. So sieht unsere Welt nicht aus. Ob zwar sie täglich in dieser Welt lebten und unter dem Schmutz zu leiden hatten, aber man wollte es nicht wahrhaben. Ende der 80er Jahre ist die Maxhütte zu großen Teilen ein überalterter, unbeweglicher Riesenkoloss. Der mühsam erschuftete Gewinn fließt komplett in die Staatskasse.
Gleichzeitig bezahlt die Max-Hütte Millionen für den Unterhalt sozialer und kultureller Einrichtungen. Ein ökonomisches Debakel. 15 Millionen. Davon sind alleine 3,5 Millionen weggegangen für die Werkserhaltung, für die Erhaltung der Werkswohnungen. Es sind 3 Millionen weggegangen pro Jahr für den Kultur- und Sozialbereich, also Kulturhaus. Es war übermaßig. Ich will es mal mit meinen heutigen Worten so sagen. Aber man hatte sich daran gewöhnt, dass das so läuft. So, es gab dann die Kinderbetreuung, wo wir Kindergarten, Kinderkrippen, wo im Jahr 2 Millionen vom Betrieb dazu beigesteuert wurden. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden, in der Max-Hütte und im ganzen Land. 1989 bricht das System zusammen. Am nächsten Tag kamen wir wieder auf Spätschicht. Und da hieß es schon, in der Frühschicht ist vor der Hälfte nicht da. Die sind alle Westen gegangen. Und ich dachte, du um Himmels Willen, ich brauche meine 18 Leute. Meine 18 Leute waren alle da. Wir waren die Jugendschicht. Die waren alle nicht ja, irgendwie Blauhemdträger und Vorneweg-Marschierer. Im Gegenteil, das waren ganz normale Jugendliche. Aber irgendwie hatten die alle die Ehre gehabt, wir gehen auf Arbeit, wir gehen, lass nicht alles stehen und liegen. Die Treuhand übernimmt die Max-Hütte. Kein Investor will das gesamte Werk. Stück für Stück wird alles, was alt und nicht rentabel ist, abgewickelt und abgebaut. Das Kulturhaus, die Hochöfen, die Werkstätten. Nur das Juwel, das von den Belgiern gebaute Walzwerk, überlebt. 1992 wird in der Max-Hütte der letzte Stahlblock gegossen. Schlimm war eigentlich der Tag der Schließung, dieser 10. Juli. Weil dann ganz klar war, nach 120 Jahren ist jetzt Schluss. Und ich habe an allen diesen Stellen, wo eine Feierstunde stattfand, am Hochofen, Stahlwerk und Walzwerk, gefilmt. Und mir hat es schon manchmal im Hals elend gewirkt. Nachdem der letzte Stahl gegossen ist, beginnt der Abriss. Da kamen die halt mit ihren riesengroßen Hydraulikscheren. Und innerhalb von 5 Stunden hatten die eine ganze Kranbahnhalle zerlegt in Container. Dafür hätten wir Jahre gebraucht, mal übertrieben gesagt. Die Max-Hütte existiert nicht mehr. Ihr Name ist seit 1996 aus dem Handelsregister gestrichen. Zum Walzwerk ist ein neues Elektrostahlwerk hinzugekommen. Mit neuem Namen und 670 Arbeitskräften. Über die Max braucht Wasserleitungen wird auch heute noch das Kühlwasser aus der Saale ins Werk gepumpt. Die Max-Hütte hat ihre Spuren hinterlassen. Die Max-Hütte, oder kurz der Max genannt, ist ein Stahl- und Walzwerk. Am Hochofen 1, dem größten des Werkes, arbeitet seit kurzem eine Jugendbrigade. 16 Jungen, von denen je 4 in einer Schicht arbeiten. Wer weiß, welche Kräfte in einem Hochofen schlummern und wie die richtige Beschickung und der rechtzeitige Abstich die Qualität des Eisens beeinflussen, muss den Mut und das Verantwortungsbewusstsein dieser jungen Leute bewundern.